Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Update von Iragon. Das ist jetzt die Version 0.53 und ja, ich habe ein Update, glaube ich, jetzt ausgelassen, aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Aber ich wollte euch jetzt mal auf den Laufenden halten, also legen wir mal los. So, da sind wir. So, die Schrift ist jetzt relativ weit auseinander. Ich kann sie kaum lesen, da muss ich schon ziemlich nach links gucken. Press and hold the highlighted button open the equip menu. Ah, okay. Ja, da haben wir unser Menü, wo wir unsere Sachen auswählen können. Schwert, Magie, also Feuer, Frost und Blitz. Hier haben wir die Eisdinger. Und was jetzt neu ist, wir haben hier jetzt eine Mana-Anzeige und wir haben einen Lebensbalken. Und wenn ich gucke hier, wenn ich schieße, geht Mana zur Neige und lädt sich aber auch wieder automatisch auf. Also da muss man dann halt auch darauf aufpassen, dass das halt nicht leer geballert wird, wenn Gegner da sind, sondern dass man immer ein bisschen was hat. Jetzt können wir uns hier unser Schwert nehmen. Das ist eigentlich nichts Neues. Hier haben wir das Gleiche auf dem. Also per Grip-Taste kann ich hier das Menü öffnen und kann halt entscheiden, was ich haben will. So. Ja, jetzt will er hier, dass wir mit dem Schwert auf den Dummy hauen, aber das ist ja nichts Neues, deshalb gehe ich jetzt einfach mal weiter. Skip Tutorial, genau. So. Nur, dass wir mal so einen neuen Einblick von dem Spiel kriegen. Ja, da hinten ging es zu so einem Lagerfeuer, da war aber jetzt nichts. Jetzt seht ihr auch die ganzen Hände wirklich oder die ganzen Arme. Und ja, unsere Anzeigen sind hier schön versteckt. Also stimmig, passt. Toll für VR gemacht, finde ich jetzt. Das ist jetzt nicht so schön, dass hier Orbs gleich 0 steht, aber ist halt nicht die finale Version. Wir sind ja immer noch in der ganz frühen Early Alpha. Ja. Wie bei den anderen Videos schon gesehen, da hinten sind die Bösen und die suchen jemanden und dann gehen wir jetzt mal weiter. So, und da hinten sehen wir schon das, was neu ist. Diese Bälle, die ihr da seht, diese leuchtenden, das sind die Orbs, die wir sammeln können und mit denen können wir Upgrades kaufen. Also das ist ganz wichtig, dass man die sammelt. Stay back. You must be the one those soldiers were looking for. Are you alright? You saw them? Where are they? Not far. Back that way. Da hinten. Who are you? They will kill you if they see you with me. You'll freeze out here after the sun goes down. I have somewhere safe we can go. But you don't know me. You're someone in trouble. I know that. Ich kenne dich doch schon. Okay, gehen wir weiter. Hier sind die Orbs, die sammeln wir jetzt aus. Also, wenn man in die Nähe kommt, werden die automatisch aufgesogen. Und jetzt kommen wir zum nächsten neuen. Das ist hier dieses Camp. Und wenn wir hier uns in dem Dings befinden, in diesem Ring, können wir Trigger drücken. Und dann lädt er uns ins Camp. Und von hier aus kann man Upgrades kaufen, das Inventar begutachten. Schauen wir mal. So, hier können wir auch diese Magieangriffe wahrscheinlich noch optimieren. Das geht momentan nicht. Also ich habe keinen Einfluss darauf. Nachher können wir hier noch eine Axt bekommen. Kommen wir aber später zu. Hier sehen wir jetzt die 4 Mana-Orbs, die wir gesammelt haben. Und ich sage jetzt einfach mal, okay, ich möchte jetzt hier Level 2 Health. Und schon sind die Mana-Orbs dann weg. Oder? Ne, hat er. Haben jetzt unendlich Mana-Orbs. Scheint so. Okay, die 4 bleiben. Gut, ist eine Early Alpha. Ja, hier können wir immer noch Charaktere freischalten, mit denen wir dann interagieren können. Das sehen wir auch nachher noch. So eigentlich ganz cool gemacht. Hier kann man noch so ein bisschen üben, ne? Mit unseren Magieangriffen. Und wie wir gesehen haben, unsere Magieangriffe können wir natürlich nachher auch noch upgraden. Aber momentan noch nicht, also das funktioniert noch nicht so ganz. My name is Anna, by the way. You never ask. I'm Derek. You live here alone? This is my uncle's hunting cabin. It doesn't get much use anymore. Hat sich hier was verändert? Why would you bring me here, though? A knight doesn't turn his back on someone he can help. Are you a knight?
No, but I want to be one day. Sieht irgendwie besser aus hier. Why ich weiß are the soldiers looking for you? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. My grandfather's book. They killed him for it. I'm sorry. What's in it that they go that far? Some notes that I don't understand. Sir, there's a cabin over here with smoke coming out of the chimney. Those soldiers. We have to go now. That fire is still burning. Go into the woods that way. There's a path up the summit. What will you do? I'll get them to chase me and meet you up there. Be careful. Sir, out back! There's someone running! So, jetzt sind wir wieder in diesem Teil. Ja, hier ist jetzt neu, dass wir diese Orbs noch einsammeln können, während wir halt springen. Da sind Orbs. Die sammeln wir jetzt mal schnell hier, zack, zack. Müssen wir aber jetzt nicht alle sammeln, also. Okay. Schwingen klappt auch ganz gut. Kann man hier auf den Baum drauf? Ja. So, vom Look her gefällt mir es auf jeden Fall. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das schon final ist, aber mir kommen diese Orbs ziemlich krass platziert vor, also von der Häufigkeit her. So, jetzt sind wir da hinten Wölfe. Jetzt rüsten wir uns mal ein bisschen aus. So, da sind sie. Ha! Tschüss! Bisschen schneller. Hier ist wieder ein Camp, aber ja, wir brauchen uns jetzt nicht upgraden. Wir machen das nachher noch auf jeden Fall. Okay, ich häng fest. Okay, das hätten wir. Gucken wir, wie wir hier hochkommen. Ah, da war noch was, aber kam ich jetzt nicht dran. Okay, nehmen wir da den Weg hier. Oh, wow, 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 wow. Das ist ein Charakter. Lucia, go to camp to interact with Lucia. Leute, jetzt bin ich wieder. Also wenn man das sieht, ne, jetzt. Ihr wisst jetzt, was kommt. Okay, gehen wir mal ins Camp, schauen wir mal, was wir mit der Lucia machen können. Wir verpasst dem Mädel aus solche großen Brüste. Ist ja. Nicht normal. Da hinten ist sie. Wir gucken uns aber jetzt mal an, was wir noch hier machen können. Wir haben 60 Mana-Orbs gesammelt. Oh, wir sind Max-Level, okay. Be kind, be broad. View Gallery machen wir mal. Okay, sieht so aus, dass man da auch irgendwas freischalten kann bei den Charakteren. Ich weiß auch nicht, ob man dann nachher sagen kann, ja, komm mal mit. Zum Kämpfen quasi. Be kind. Wow! Hallo! Ich weiß nicht, was die in dem Spiel jetzt damit bezweckt. Aber die wissen wahrscheinlich, warum sie es gemacht haben.
Die hat auf jeden Fall schöne Haare. Ja, Leute, das ist Lucia. Wir gehen mal raus aus dem Camp. Also hier werden wir wahrscheinlich noch andere Charaktere finden. Tschüss, Lucia. Steht auch immer noch da. So, jetzt müssen wir wieder nach oben kommen. Probieren wir mal den Weg hier. Ah, jetzt habe ich die... am Baum nicht gesehen, da? Da will ich hin. Und von da aus... Nein! Ja, die Version jetzt hier, die läuft auch nicht ganz so flüssig wie die anderen zuvor. Das ist aber bekannt und die arbeiten an dem Problem. Also ab hier fing es ziemlich an zu ruckeln. Da hinten Gegner. Ne, ist ein Busch nur, okay. Da ist auch nichts mehr. Achso, genau, wir müssen jetzt wieder in diese Feldspalte rein. Wie beim letzten Mal. Also wer das alles ein bisschen genauer sehen möchte, der kann das natürlich in den allen anderen Videos noch gucken. Quick, do not fall. There's a spot outside over here. Are you sure? Quiet, be close. I know I saw him go this way. Then spread out and find him. Spread out and find him. Must not have stopped. Let's keep going. He's probably got some distance on us now. Okay, wir können. Jetzt kommen wir wieder in diesen Höhleingang rein. Thank you. Don't worry about it. We need to get going. So, da sind wir auch wieder. Gehen wir nochmal hier weiter. Hier fehlen jetzt die Texturen wieder. Kommt alles noch. Ah, okay, da sind unsere zwei, die wir schon mal bekämpft haben. Machen wir mal Lightning. Und Frost finde ich ganz cool. Oh, wir haben keine Mana mehr. Der konnte nichts. Oh, da ist eine Kiste. Geld und Fighter's Eggs. Go to camp to equip your item. Okay, da ist auch schon ein Camp. Schauen wir mal, wie die Axt so ist. Das ist Lucia noch immer. Fighter's Eggs, da haben wir sie. Leaf. Okay. Ja, steht noch Sword drin im Menü, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Man müsste die nur richtig halten, also das passt jetzt noch nicht so ganz. So, jetzt lass uns mal euch zeigen, was die Äxte können. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte mit einem Schwung da durch. Okay, da sind wieder Gegner. Kein Problem. Wir haben ja eine neue Axt. Da ist doch schon einer. Na, komm zu mir. Ha! Was ist das für ein Lappen? Ein Schlag war hinüber. Das finde ich immer so schade, dass man wirklich
die Waffen durcheinander ziehen kann oder, ne? Ihr wisst, was ich meine. Na komm. Okay, hat sich weggebeamt. Magie macht Spaß, aber es momentan finde ich noch ein bisschen OP. Ah, da waren die Charaktere, die noch hier irgendwie reinkommen. Die müssen wir uns jetzt mal wirklich anschauen. So, Nummer 1. Und alles so mega hupen. Ja, die Entwickler stehen auf üppige Damen, sag ich mal. Oder üppige Oberweite. Hallo? Das war die Anna, oder? Ach, die guckt sich auch da hier ein paar Mädels an. Ja, ich würde fast sagen, ist Anna in einem anderen Gewand. Und wer bist du? Sind wir das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall von den Charakteren her sieht echt cool aus. Also wer so auf Manga steht, der wird das hier mit Sicherheit mögen. Ausgeflippte Haare auf jeden Fall sind auch dabei. Okay, Anna, sollen wir weiter? Aber ich glaube, jetzt hier um die Kurve war Schluss. Ja, Leute, das sollte ein kleiner Einblick werden in Iragon, in die neue Version, die 053er. Und ja, wie ihr seht, es geht langsam voran, immer stetig, geht es ein bisschen weiter. Aber natürlich ist ein kleines Indie-Team, da geht natürlich nicht alles super schnell. Ich vermute, dass die jetzt erstmal ein bisschen was Spielbares produzieren wollen, um dann eine vernünftige Kickstarter-Kampagne zu starten, um auch das finanzielle Background zu schaffen, um dieses Spiel wirklich final zu bekommen. Ist nicht immer einfach als Indie-Team, von daher, ja, man kann es über Kickstarter machen oder man bringt es direkt raus als Early Access, aber da kann man echt als Entwickler Schiffbruch erleiden, wenn man, ja, sag ich mal, dann, Käufer hat, die überhaupt kein Verständnis haben, wenn irgendwas Early Access ist und ja, nicht fertig ist, nicht funktioniert, Bugs und so weiter, dann hagelt es schlechte Bewertungen, von daher ist das auch nicht so einfach. Natürlich als Käufer ist es auch nicht einfach, Early Access Titel zu kaufen, denn man investiert Geld, eventuell mehr als 20, 30 Euro und hat dann einen Titel, der eventuell auch nie fertig wird. Also ist Gefahr auf beiden Seiten, von daher muss man das abwägen, was man da haben will. Aber ich denke, Kickstarter wäre das Richtige für dieses Spiel hier. Könnte echt was werden, wenn sie denn den finanziellen Background schaffen können. Okay, Leute, wenn euch das Video hier gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut doch mal auf den Abo-Button und vergesst dann aber nicht die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert über neue Videos. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.